So, jetzt hat's geklappt. Alle Kandidaten in Position und boxen auf zum 5. Rennedepreis des Medienhauses Dumont Rheinland, dem Winterkönigin. Childersfeld ist auf die Reise gegangen mit Whole Lotta Rosie an der Spitze. Dahinter ist dann an. Der Außenseite Kosmische sofort in der zweiten Position vor. An der Außenseite Irish Valley Lorette. Innen ebenfalls nicht auf. Vierte Kandidatin vor Double Dream. Dahinter sieht man dann Balloon und am Ende des Feldes galoppieren. Secret. Sind die Stuten bei zügiger Fahrt gleich Ausgang zur Gegenseite unter der Führung von Whole Lotta Rosie. Whole Lotta Rosie führt das Feld in den Schlussbogen hinein. In zweiter Position ist das Kosmische. Dritte ist dann Lorette, dahinter dann Irish Valley als vierte Kandidatin. Daten vor Double Dream, dahinter dann Walloon und Secret weiterhin am Ende des Feldes durch den Scheitelpunkt. Es geht gleich in den Einlauf hinein. Oh, Lotta Rosie mit dem Kommando, dahinter ist an der Außenseite Kosmische sofort zur Stelle mit Eddie Petrosa. Lorette dann an der 600 Meter Marke in der dritten Position, wird ebenfalls flott gemacht und an der Außenseite versucht jetzt auch Secret ins Geschehen einzugreifen, aber Double Dream jetzt mit Whole Lotta Rosie an der Innenseite, Double Dream an der Innenseite, Whole Lotta Rosie mit Kosmische an der in der Bahnmitte ist jetzt vorne, dahinter versucht es dann, Double Dream kommt jetzt näher, Kosmische ist vorne, Kosmische mit Whole Lotta Rosie an der 200 Meter Marke und Double Dream wird immer stärker. Double Dream an der Außenseite. Kosmische aber noch vorne mit. Double Dream versucht es aber Kosmische. Kosmische kommt nach Hause und Kosmische wandert in Richtung Winterkönigin. Dahinter auf dem zweiten Platz wahrscheinlich Double Dream mit Whole Lotta Rosie. Dahinter dann Walloon mit Secret und